Herzlich willkommen zum Beginn des Endes. Ich weiß nicht, ob ihr euch irgendwelche Vorstellungen macht, wie viel Aufwand das ist, so eine MRM-CD zu organisieren. Ich gebe euch jetzt mal einen kleinen Insight aus der Orga. Das Allerschwierigste dieses Jahr war, wie heißt das, Closing. Weil also jeder kennt Gesellschaftsspiele und jeder weiß, dass das Startfeld Start heißt. Aber findet mal raus, wie das Zielfeld heißt. Und wir haben dann rausgefunden in großer, stundenlanger Recherche, dass die meistverwendete Bezeichnung im deutschsprachigen Raum Haus ist. Deswegen willkommen beim Haus. Ihr habt's erreicht. Wir fangen an. Ja, Glückwunsch. Wir fangen an mit dem beliebten Gesellschaftsspiel Fang die Flagge in der Edition 2019 mit den Menschen, die Flaggen sich damit auskennen. Ja, wir haben dieses Jahr wieder ein CTF veranstaltet, aus dem wir gewisse Lektionen gelernt haben. Es gab natürlich auch wieder Siege, wir haben wieder Preise. Die wohl wichtigste Lektion, die wir gelernt haben, ist, Menschen schauen sich lieber irgendeine obskure Linux-Binary an, um rauszufinden, was sie tun, als einfach einem IRC-Channel beizutreten. Was uns das über die Nutzbarkeit von IRC sagen will, ist euch überlassen. Aber aus irgendeinem Grund haben drei oder vier Teams am Ende mehr diese Binary gelöst, als einfach dem Channel beizutreten. Das zweite härteste Problem, das wir hatten, ist, wir mussten irgendwann Schilder drucken und der Drucker am Infodesk war alles andere als kooperativ. Das Team, das zufällig gerade am Infodesk saß, hat sich bereit erklärt, über, ich glaube, mehrere Stunden zu dritt irgendwie diese Schilder zu drucken und zu verteilen. Sie haben es dann am Ende noch geschafft. Der Drucker ist nur ein bisschen dabei in Flammen aufgegangen. Also er hat wohl wirklich geraucht, wenn man Dinge gedruckt hat. Aber ich kam dann am Samstag hier an und überall hingen Schilder und das haben wir dann entsprechend natürlich nochmal honoriert. So sah am Ende das Scoreboard aus. Man sieht wie immer, es gibt gewisse Spitzen, so zwischen 2 und 4 Uhr morgens, wenn die Leute besonders motiviert sind. Und am Ende mal 3 Gewinnerteams. Haben wir denn jemanden von dem EBIN-Team hier? Kennt sich dazu hier? Ja. Ihr könnt mal kurz vorkommen, wir haben Preise für euch. Ja, und zwar gibt es einmal ein Flaggengesellschaftsspiel, das wir nach langer Recherche gesucht haben. Ich glaube, es war der 3. Treffer auf Amazon. Aber offensichtlich spielt ihr gerne mit Flaggen, also macht euch das bestimmt genauso viel Spaß. Das zweite Team ist Gaffer Overflow. Ist von euch jemand hier? Ah, ist das Entropia unter einem anderen Namen? Und am Ende dann mit einem soliden Abstand das Team SF. Kommt vor. Ja. Nächstes Jahr werden wir das Ganze wieder tun. Bereitet euch schon mal also das nächste Jahr darauf vor. Übt fleißig, schaut, wie ihr IRC-Channeln beitretet. Und nächstes Jahr funktioniert das dann hoffentlich ein bisschen besser. Herzlichen Glückwunsch auch von uns. Und vor allem vielen, vielen Dank an die Square Roots und die Wizard of DOS und wer auch immer noch beteiligt war für diese großartige Organisation wieder dieses Jahr. Weil wir haben ja auch sehr viel Spaß und außerdem durften wir dann wieder mal neue Gesellschaftsspiele kennenlernen. Irgendwas mit Flaggen. Ist immer das Schönste, wenn man irgendwie im Space sitzt hier in Darmstadt und dann so, ja, wir bräuchten noch Preis fürs CTF. Gibt es nicht irgendwelche Gesellschaftsspiele mit Flaggen? Und man dann in eine sehr obskure Welt eintaucht. Ja.
Ich habe drüber nachgedacht, was sind eigentlich die MMCD? Und wir sind ja faul und zum Glück gibt es Generatoren im Internet, wo man einfach das komplette XML von Pretox reinschmeißt und dann kommt eine Wordcloud raus. Aber lustigerweise ist das Ergebnis gar nicht so falsch. Also was wir hier ja machen, ist nicht nur irgendwie rumsitzen und alleine in den Rechner starren, das findet auch statt, aber tatsächlich findet hier ganz schön viel Kommunikation statt. Das, was wir auch erreichen wollen, indem wir kommunikationserweiternde Substanzen zuführen, wie zum Beispiel Mate oder Chunk, indem wir interessante Themen aufgreifen und indem wir auch einfach mal eine große Menge an Gesellschaftsspielen organisieren, vor allem einzelne Menschen, vielen Dank, die mit einem ganzen Sprinter voll Gesellschaftsspiele hier kommen, die irgendwo im Raum sich verteilt haben. Und wir hatten großen Spaß und wir danken euch, dass ihr das auch mitgemacht habt und dass diese MMCD zu dem wieder geworden sind, was wir eigentlich immer hoffen, dass es wird, nämlich auch dieses Jahr waren es wieder die besten MMCD aller Zeiten. Wie das bei einem guten Gesellschaftsspiel ist, es gibt Regeln und wie es bei einem sehr guten Gesellschaftsspiel ist, diese Regeln kriegt man immer erst dann erklärt, wenn das Spiel vorbei ist. Deswegen dachte ich, komme ich mal zu unseren Hausregeln. Regel 1, du sollst Speakern Feedback geben. Wenn ihr in dieses tolle Pre-Talks reinschaut, da gibt es die Talks, die sind da erklärt mit den Informationen zu den Talks und es gibt rechts oben einen grünen Knopf, der heißt Feedback. Ich habe es ausprobiert, er funktioniert. Ihr habt keine Ausrede, nicht zu benutzen. Das hilft den Speakern, das hilft uns auch zu checken, ob die Sachen, die wir hier im Programm zusammenstellen, in irgendeiner Weise mit dem korrespondieren, was ihr erwartet. Also bitte helft uns, helft auch den Speakern, gebt Kommentare ab. Genauso Regel Nummer 2, du sollst dem Event Feedback geben. Wir sind zwar jetzt mittlerweile zum Glück immer mehr Leute, die hier im Vorfeld schon sich um Bestellungen und Sachen kümmern, aber trotzdem kriegen wir ganz vieles nicht mit. Und das ist ein bisschen schade. Ich meine, wir haben hier an diesen 3 Tagen so gefühlt, haben wir vor 9 Monaten angefangen, das zu organisieren oder zu überlegen, was wir für lustige Sachen machen. Und jetzt ist es vorbei. Wir sind sehr traurig und wir haben bestimmt ganz viel verpasst. Und ihr dürft uns gerne sagen, was wir besser machen können, was wir anders machen können, wo es gehakt hat, wo ihr selbst Ideen habt. Also das ist ein Mitmach-Event, das lebt von euren Ideen. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, ihr dürft euch das Motto für nächstes Jahr wünschen, aber ihr könnt uns Ideen geben. Wir machen dann eh was anderes. Ja. Dann gibt's noch eine ganz wichtige Regel. Wir haben dieses Jahr unglaublich viele großartige Menschen gehabt, die dieses Event gerockt haben. Die Engel. Und wir würden uns natürlich sehr, sehr gerne bei euch allen bedanken. Also ich gehe davon aus, dass ihr alle Engel wart. Wir würden uns sehr gerne bei euch allen bedanken. Und weil wir notorisch das nie vorher vor dem Event machen, weil wir auch nicht wissen, wie viele wir sind und wir auch natürlich immer erstmal einen Kassensturz machen, brauchen wir eure E-Mail-Adressen, damit wir euch danach dann im Nachgang ein vielleicht wieder Weihnachtsgeschenk machen können. Deswegen checkt das bitte nochmal. Genauso guckt, dass ihr euch da eingetragen habt, wenn ihr hier mitgeholfen habt. Guckt, dass eure Schichten grob drinstehen, damit wir da irgendwie niemanden übersehen. Das wollen wir nicht. Also wir wollen ja wirklich, dass dafür, dass ihr uns hier so eine großartige Veranstaltung macht, möchten wir euch ja auch was als Dankeschön geben, was dann euch dann erinnern soll, wie schön es war. Ja, apropos erinnern. Regel 4, du sollst nichts liegen lassen. Wir haben nur eine sehr begrenzte Lost-and-Found-Kiste. Die ist nicht so groß, das ist nur eine Eurobox. Wir können da keine sehr vielen Sachen reinlegen. Also bitte, bitte schaut, dass ihr eure Sachen mitnehmt. Ansonsten fährt das nach Mannheim oder nach Darmstadt oder von Mannheim nach Darmstadt und dreimal hin und her. Das hatten wir alles schon. Es wäre einfacher, wenn das nicht der Fall ist. Ja. Und wenn ihr diese Regel befolgt, dürft ihr auch zur nächsten Regel gehen. Du sollst den Abbau genießen. Wir müssen hier, also ich habe es ganz am Anfang gesagt, das ist hier eine öffentliche Hochschule, die ist super toll, dass die uns hier zu Gast hat, dass wir jedes Jahr hierher dürfen. Die hat aber das Problem, dass hier auch noch andere Veranstaltungen stattfinden, meistens nämlich Lehrbetrieb. Und damit das morgen wieder stattfinden kann, muss das heute Abend hier alles noch leer werden, schön werden, geputzt werden. Und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns da tatkräftig unterstützt.
einfach mal durch die Räume gehen, gucken, wo sieht das so aus, als wäre etwas von der MMCD noch. Das sollte dann nicht mehr da sein. Also morgen ist es dann so, dass wir die MMCD im Herzen haben, aber nicht mehr im Gebäude. Von daher, helft da bitte mit, das wäre großartig. Und wenn ihr irgendwie wissen wollt, also wenn ihr helfen wollt, aber nicht wisst, was zu tun ist, sprecht irgendwie, ich habe es ja gesagt, die Menschen mit den vielen goldenen Karten an. Wir denken uns dann irgendwas aus. Nein, also wir haben hoffentlich einen Plan, vielleicht. Ja. Jetzt gibt's nicht mehr so viel von meiner Seite aus zu sagen, außer wir haben eine Menge Deko im Gebäude verteilt und manche Sachen haben sich da schon irgendwelche gierigen Leute unter Nagel gerissen. Also zum Beispiel habe ich ganz viel von einem Socket schon mir privat eingesteckt. Nein, Quatsch. Das habe ich alles hier schon gegessen. Aber wir haben tatsächlich noch ein paar wunderschöne Erinnerungsstücke an die MMCD. Und ihr habt ja alle so eine Gewinnspielkarte umhängen, hoffentlich. Ich hoffe, ihr habt sie dabei, weil ich habe hier ein komplettes Kartendeck. Und ich ziehe jetzt mal eine Karte und diese Karten, also alle, die diese Karte haben, dürfen sich gerne hier vorne bedienen. Wer hat alles eine Herz 8? Ihr dürft gerne euch hier was abholen. Es gibt großartige Sachen. Wir haben schlechtes Eis, wir haben Dominospiele. Nehmt das als Einladung. First come, first serve. Und ik denke auch die Pik Damen dürfen. Und hier sind alle drin. Karo 9 darf auch. Und wenn ihr euch dann alles geholt habt, der Rest darf natürlich auch. So sind wir nicht. So. Wir sehen uns nächstes Jahr. Vielen Dank, dass ihr da wart.